behindert? Ja, Leute, sowas liebe ich natürlich. Rechts blinken, links fahren. Irgendwie erinnert mich das an eine Situation. Da war doch mal so eine Situation, da ist eine Frau rechts gefahren und hat sich dann für den linken U-Turn entschieden und mich hat's erwischt. Aber seht ihr meine Selbstbeherrschung? Meine Selbstbeherrschung, ich habe einfach keine Rev-Bomb gemacht. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, die Frau hätte mich eh nicht gehört. Ich war tiefenentspannt. Und ich muss sagen, diese Meditationsscheiße, ja, die bringt mir echt was, ja. Ich entspanne mich. Ich bin ausgewichen und dann habe ich die Hupe gesucht. Also ich wusste ja, wo die Hupe ist. Und dann habe ich gehupt. Und dadurch, dass ich dann gehupt habe, oh, das war einfach nur schön. Ich habe gehupt und dann bin ich ausgewichen. Oder ich bin ausgewichen oder ich bin einfach nur einen großen Bogen gefahren. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die Frau einfach links gefahren ist. Die Frau ist ja auch erst 30 Minuten lang langsam gefahren. Nein, ich reg mich nicht auf. Es ist immer so, wenn man hinter jemanden fährt, der in der 50er-Zone 38 fährt, ist okay. Ich habe mich auch nicht mehr aufgeregt. Ich bin einfach ganz gechillt hinter ihr gefahren. Aber ich habe sogar meine Hand, ich habe mich dazu entschieden, sie an die Kupplung zu machen. Weil ich mir schon dachte, dass diese Frau entweder abgelenkt ist, unaufmerksam oder einfach nur eine Psychopathin. Wusa, ja Mann, das war ein kleiner Adrenalinschub am Nachmittag. Ha, die Sonne, so schön und ich bin nicht gestorben. So viele positive Sachen heute. Applaus für mich selbst, danke. Ja Leute, was geht ab? 99.000 Abonnenten. Das Lustige ist, wir nähern uns der 100 und das ist ganz cool. Ich habe niemals gedacht, dass so viele Menschen meine Scheiße gerne anhören. Mache ich einfach weiter mit meiner Scheiße reden, denn das kann ich gut. Und immer wenn ich mit den Leuten rede, ich rede gerne mit meinen Abonnenten, immer wenn ich mit denen rede, dann sagen die, ich feiere voll, was du laberst, immer so sinnlose Scheiße und so und deswegen gucke ich die so gerne. Ja Leute, wenn ihr was Informatives wollt und so, dann müsst ihr auf jeden Fall andere Menschen angucken. Bei mir ist es Skü, fly wie ein Reifen. Bei mir ist es eher so ein bisschen sinnloses Dahinbabbeln. Wir fahren jetzt Richtung Gym, denn wir gönnen uns jetzt erstmal eine Runde Gym. Denn man muss ja auch langsam in Form kommen, es wird Sommer und ihr wisst, wie das ist. Aber genau, in diesem Video geht es um zwei Ankündigungen. Die erste Ankündigung, ich kann es jetzt richtig fies machen, ja, ich mache es richtig fies, weil, wie gesagt, ich bin sinnlos und so. Also die erste Ankündigung ist, ich habe auf jeden Fall was verändert jetzt. Emoji? Ich habe auf jeden Fall was verändert. Und zwar wird es in Zukunft weniger Arbeit für mich, Videos zu bearbeiten. Aus einem Grund, den ich euch jetzt nicht nennen werde. Das heißt, ihr könnt einfach darauf achten, vielleicht fällt es euch selbst auf. Und wenn es euch selbst auffällt, dann seid ihr verdammte Adler. Ihr seid dann Adler, Mann, weil ihr habt die Augen und euch fällt sowas auf. Aber ihr könnt jetzt im Dunkeln tappen, denn direkt sagen werde ich es euch nicht. Junge, gib Gas, Junge, Quattro-Auspuff, Junge, gönn ihr. Genau, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, was liegt hier? Ist das Glas oder so? Die zweite Sache ist, ihr habt ja mega meine Folierung gefeiert und vielen Dank dafür. Mir gefällt meine Folierung auch sehr. Dafür wollte ich mich nur einmal bedanken kurz. Die zweite Sache ist eigentlich, dass ich ja sehr wahrscheinlich, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Also man kann sich nie sicher sein, wer weiß, was so abgeht. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich die 100.000 auch schaffen werde. Dann sind wir sechsstellig, das wäre schon nice. Und wenn ich das schaffe, dann gibt es erstmal einen Dab
Vielleicht habt ihr das Video schon geguckt, wo ich es schon geschafft habe. Dafür ist der Depp. Gibt es ja jetzt eine Überraschung. Nämlich noch eine Überraschung. Und dafür kommt morgen der Scraven, Mr. Scraven, zu mir. Ich weiß eigentlich auch nicht, was sein Name bedeutet. Scraven. Also da steht SC und dann Raven. Vielleicht SC Raven. Das könnte auch ein Fußballclub sein. So ein Fußballclub von Grufties. Aber ich glaube, der hat nichts mit Fußball und nichts mit Grufties zu tun. Naja, egal. Vielleicht weiß ja jemand, warum Scraven Scraven heißt. Ansonsten frage ich ihn morgen mal, denn wenn alles funktioniert, dann kommt er morgen bei mir vorbei. Dann drehen wir nämlich ein bisschen Video mit seiner Videokamera. Er hat ja nämlich eine ziemlich nice Videokamera. Im Gegensatz zu mir, ich habe ja nur die GoPro. Das heißt, da müsste ich vielleicht auch mal irgendwann mal investieren und eine gute Kamera holen für ein paar nice Aufnahmen. Auf jeden Fall machen wir morgen und den ersten Teil von dem 100.000er Video kann ich euch ja schon spoilern. Wir machen ein kleines Draw My Life. Die Idee kam mir schon bei 80.000, da habe ich schon gesagt, ich mache ein Draw My Life. Und jetzt, wo wir so kurz davor sind, ist alles voll nice. Ich habe nämlich schon das Whiteboard bei 80.000 bestellt und die Stifte dazu bei 80.000. Es war eine finanzielle Ausgabe, die war echt enorm. Aber ich habe mir gedacht, so für ein Draw My Life macht man sowas schon mal. Also, kriegt ihr auf jeden Fall ein Draw My Life von mir. Aber ich werde da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen. Das werdet ihr sehen. Ich werde mal gucken, dass wir das schön machen. Mit so einer coolen Musik. So dum dum dum. Und dann werde ich noch so ein bisschen dazu labern. Ich habe hier wenigstens ein gutes Mic. Da kann man ja gut zu labern. Und ja, dann gucken wir einfach, wie es sich so entwickelt, das Draw My Life, und was da noch so passiert, weil ich kann euch garantieren, das Draw My Life ist nicht nur das Einzige, was euch dort verblüffen wird. Jo. Und das war es eigentlich auch schon mit meinem 99.000 Euro Video. Jokes, hat nicht nur 90.000 Euro gekostet, es hat mich nur ein paar Cent gekostet, Benzin halt. Und wir sehen uns dann einfach, beim 100.000er Video, würde ich sagen, ne? Sehen wir uns beim 100.000er Video und dann, dann entspannt mal schön, lehnt euch zurück, und dann gönnt euch einfach mal das 100.000er Video und dann, hoffentlich erreichen wir das. Sonst drehe ich den ganzen Scheiß jetzt umsonst. Joke. Ja, das schaffen wir schon. So, ich gehe jetzt pumpen. Und danach sehen wir uns im nächsten Video. Auf jeden Fall. Guckt euch nochmal mein schönes Bike an. Das ist mein schönes Bike. Ja, den Auspuff, der wird noch gemacht. Das sage ich aber auch irgendwie immer. Also macht's gut, Leute. Thank you.